In diesem Video zeigen wir dir, wie viel wir mit einer Ferienwohnung konkret verdienen, welche Kosten uns dabei entstanden sind, sodass du genau einschätzen kannst, lohnt sich das oder nicht. Viel Spaß beim Video. Hi, wir sind Falk und Niklas vom Fevo Butler, Vermieter von um die 100 Ferienwohnungen und möblierten Apartments deutschlandweit. Wir leben nun schon seit um die 4 Jahren von der Vermietung und Vermarktung und wollen dir einmal zeigen, wie viel wir wirklich mit einem Objekt verdienen und welche Kosten uns dabei entstehen. Das alles belegen wir vollkommen transparent mit Daten direkt aus unserem Channel Manager. Falls du noch nicht weißt, was ein Channel Manager ist, dann guck dir dieses Video an. Als wir damals mit der Vermietung von Ferienwohnungen angefangen haben, sind wir einem ganz klassischen Arbitrage-Modell gefolgt. Das heißt, wir mieten eine Wohnung gewerblich an, richten diese ein und vermieten sie dann kurzzeit an Touristen, Geschäftsreisende weiter. Dabei ist dann grob gesagt die Differenz zwischen Miete und den Buchungsumsätzen unserer Gäste unser Gewinn. Das ist natürlich noch sehr grob. Konkret machen wir das jetzt mal an einem Beispiel fest. Ich zeige dir jetzt einmal ganz konkret, was bei so einer Ferienwohnung bei uns liegen bleibt. Das war unsere dritte Ferienwohnung, die wir damals fertiggestellt haben. Ein paar Hard Facts zu der Ferienwohnung. Sie befindet sich im 7. Stock eines Hochhauses, sehr zentral im Essener Stadtkern gelegen und hat 30 Quadratmeter. Die Einrichtung hat uns damals 5 Tage gedauert, also die Wohnung fertigzustellen und für die Vermietung bereit zu machen, hat 5 Tage in Anspruch genommen. Und die Initialkosten, also die Kosten, die wir für Möblierung und die ersten Anschaffungen aufgewendet haben, lagen bei 3.500 Euro. So, kommen wir zu den monatlichen Einnahmen von Apartment Nummer 79. Wir haben es Apartment Nummer 79 genannt, weil es Apartment Nummer 79 im Haus ist. Also wahnsinnig kreativ, es ist nur der interne Name, also nicht der Marketingname. Also keine Sorge. Wir haben uns den Monat März angeguckt, das ist der zurückliegende Zeitraum. Jetzt haben wir April 2022 und wir schauen uns eben März 2022 an. Umsatz haben wir im März von 1.520,59 € verzeichnet und diese decken sich auch mit den Zahlen von Smoobu, unserem Channel Manager, weil da haben wir die Zahlen her. Ich blende einmal kurz ein Bild ein, damit du siehst, dass ich hier jetzt kein vom Pferd erzähle. Das sind direkt die Daten, die aus unserem Channel Manager kommen. Im März hatten wir insgesamt 4 Wechsel, das heißt, wir hatten 4 verschiedene Buchungen und hatten 30 Nächte gebucht von 31 möglichen Nächten. Das ist ungefähr eine Auslastung von 97%. Kommen wir zu den Fixkosten. Bei den Fixkosten haben wir hier unsere Kosten, die monatlich gleich bleiben und immer wieder anfallen. Es sei denn, es handelt sich hier jetzt in diesem Fall zum Beispiel um Strom. Der wird höchstwahrscheinlich in der nächsten Zeit teurer. Dort werden wir auf jeden Fall den Preis in den nächsten Monaten auch anpassen müssen. Aber nichtsdestotrotz, der Rest bleibt eigentlich gleich. Die Miete zahlen wir 450 Euro warm. Das heißt, Heizung ist dort halt eben schon mit inbegriffen. Wir haben Strom, 49 Euro zahlen wir da aktuell noch. Internet haben wir 29,99 Euro, das ist eine 50.000er Leitung. Also schnell genug, um in einem 30 Quadratmeter Apartment mit 2 Personen wirklich streamen zu können, Videokonferenzen machen zu können etc. Unsere Tools, das sind zum Beispiel der Channel Manager, Pricing Tools oder Housekeeping Tools. Da haben wir 18,59 Euro pro Inserat und weil wir mehrere Inserate haben, kriegen wir da halt eben Mengenrabatte. Dann haben wir noch unser Multimedia-Angebot. Das sind immer 3 Komponenten. Netflix, Amazon Prime und Waipu TV. Wer Waipu TV noch nicht kennt, das ist ein Online-Fernseh-Streaming-Anbieter, der es möglich macht, übers Internet fernzusehen. Also richtig coole Alternative für Leute, die sich den Kabelanschluss sparen möchten und auch über 4 Endgeräte gleichzeitig Fernsehen gucken möchten. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Das heißt, wir haben Fixkosten in Höhe von 552,58 Euro, die jeden Monat für dieses Apartment anfallen. Kommen wir zu den variablen Kosten. Denn die variablen Kosten sind nicht starr, sondern die variieren, so wie der Name auch schon sagt, je nach Wechsel. Je mehr Wechsel wir haben, desto höher sind unsere variablen Kosten. Wir haben pro Wechsel Reinigungsgebühren und diese liegen bei 30 Euro. Hier sind die Reinigungsgebühren für das Personal und für die Wäsche schon inkludiert. Dann haben wir den Punkt Utilities, das ist bei uns sowas wie Shampoo, Klopapier, Seife oder auch Glühbirnen.
und weiteres, was immer wieder leer gemacht wird und immer wieder aufgefüllt werden muss. Dann haben wir einen großen Kostenfaktor und das ist die Kommission der Plattform. Die liegt jetzt hier bei 87,47 Euro und diese ist verhältnismäßig klein. Normalerweise nehmen Plattformen eine Kommission von um die 15%. Das heißt, es sind nicht 87,47 Euro, sondern von 1520 Euro wären es dann 15% um die 220 Euro oder so. Wir haben aber hier 87,47 Euro, weil von diesen vier Wechseln, die wir haben, haben wir zwei direkte Buchungen. Die kommen aus unserem internen Netzwerk und deswegen müssen wir hier keine Kommission an die Plattform zahlen. Deswegen hier 87,47 Euro. Und dann haben wir noch die FFME-Rücklage von 3%. Das ist einfach mal 3% des Umsatzes. Man kann aber auch mit 1,50 Euro pro Quadratmeter rechnen, wie bei normalen Immobilien. In der Praxis hat es sich aber bewährt, unsere Rücklagen an den Umsatz zu koppeln und nicht an die Größe des Apartments. Denn je höher der Umsatz, desto mehr Wechsel hat man meistens und desto größer ist auch der Verschleiß in den Apartments. Haben wir hier von 45 Euro. 62 und kommen insgesamt auf eine Summe von 165,59 Euro an variablen Kosten für vier Wechsel und haben insgesamt 770,05 Euro an Kosten für dieses Apartment. Als kleines Dankeschön für 1000 Abonnenten stellen wir eine Profitabilitätsliste auf unserer Website zum Download bereit und zwar umsonst. Das heißt, wenn du wissen möchtest, wie viel Gewinn du wirklich mit deiner Ferienwohnung machst, dann geh auf unsere Website und downloade diese Liste. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Nur noch für kurze Zeit. Kommen wir jetzt zur Gegenüberstellung des Umsatzes und der Kosten. Wir haben 1520,59 Euro an Umsatz und wir haben Kosten in Höhe von 770,05 Euro. Das ergibt dann mit Abzug ein Ergebnis vor Steuern von 750,54 Euro. Aber vor Steuern, das heißt, wir bereinigen das noch um die Umsatzsteuer und erhalten ein Ergebnis nach Steuern von 651,06 Euro. Das ist ein sehr gutes Ergebnis für so ein kleines Apartment. Und wenn man sich einfach mal die initialen Kosten ansieht, die wir am Anfang hatten, in Höhe von 3.500 Euro, dann wird einem schnell klar, dass man hier auch sehr schnell den ganzen Betrag amortisiert hat. Also um die 5 bis 6 Monate, wenn man komplett den ganzen Betrag immer nehmen würde. Also es geht hier wirklich sehr schnell. Natürlich kommen noch weitere Kosten auf das Apartment zu. Das wären zum Beispiel Buchhaltungskosten, also Software für Buchhaltung. Das wären Mitarbeiter in der Verwaltung oder auch Kfz-Kosten, wenn man zu dem Apartment hinfährt. Aber die haben wir jetzt hier ganz klar vernachlässigt. Es geht einfach nur darum, einmal zu zeigen, wie viel verdient man mit so einem Apartment, wenn man noch nicht mehrere Ferienwohnungen hat und dort halt einen ganzen Verwaltungsapparat hinterhängen hat. Hier natürlich dann noch die Jahresübersicht. Das ist unser Jahr vom März 21 bis März 22. Dort haben wir einen Umsatz von 19.641 Euro und insgesamt 67 Wechsel. Wenn wir jetzt hergehen und hier halt eben wieder unsere Fixkosten zugrunde legen und unsere variablen Kosten, die ja prinzipiell gleich bleiben, kommen wir auf Kostenhöhe von 11.000 Euro, die wieder den Umsatz von 19.000 Euro gegenüberstehen. Dort haben wir ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von 6.000 Euro, um die 6.000 Euro am Ende des Jahres mit einer Ferienwohnung. Falk zeigt aber jetzt auch mal in einem anderen Apartment, auch am selben Standort, wie deutlich mehr drin ist und geht dabei nochmal auf die Statistiken ein. Ich zeige euch jetzt noch eine unserer Messewohnungen in Essen, die sehr gut performt, mit der wir sehr zufrieden sind. Kurz die Rahmendaten. Wir haben ein Zweizimmer-Apartment auf 50 Quadratmetern, wobei wir beide Zimmer zu Schlafzimmern gemacht haben. Da stehen insgesamt 3 Betten drin, ein King-Size-Bett und 2 Einzelbetten. Dazu haben wir noch eine Wohnküche. Wir haben also insgesamt Platz für 4 Leute. Allein wegen der Größe und der Aufteilung der Zimmer ergibt sich hieraus schon wieder eine andere Zielgruppe, nämlich Reisegruppen, auch gerne mal Handwerker und Monteure, die in unterschiedlichen Betten schlafen wollen, aber sich nicht mehrere Hotelzimmer mieten wollen. Leute, die zur Messe gehen, die die Messe besuchen wollen oder auch Familien. Kommen wir jetzt zu den Statistiken direkt aus unserem Channel Manager und dem Umsatz, den wir mit dieser Ferienwohnung gemacht haben in den letzten Monaten. Ich habe die Wohnung für ein Jahr von April 2021 bis April 2022 ausgewählt, also jetzt. Und hier sehen wir auch deutlich, dass wir die Wohnung nicht im April gelauncht haben, sondern erst im Juni. Im Juni lief die, ungefähr Mitte Juni lief die Wohnung an.
In diesen 11 Monaten haben wir insgesamt 25.723 Euro Umsatz gemacht bei 64 Buchungen und 234 gebuchten Nächten. Damit kommen wir auf eine Auslastung von, ja, wenn man jetzt das gesamte Jahr nimmt, 59%. Wenn ich jetzt hier mal einstelle, wir haben das Apartment ja erst im Juni gelauncht, dann sind wir bei ungefähr 70%. Jetzt sagen wir immer, mehr Auslastung ist King. Weil mehr Auslastung gleich mehr Umsatz. Bei diesem Apartment fahren wir aber eine etwas andere Strategie, nämlich dass wir den ADR, die tägliche Übernachtungsrate, hier sehr hoch halten wollen und dann bei einer geringeren Auslastung gleich viel Umsatz machen. Wir haben also weniger Arbeit. Das geht nicht für jedes Apartment und für jeden Apartmenttyp, aber bei diesem Apartment klappt das sehr gut. Hier können wir uns dann auch die Belegung und den Umsatz im Verlauf der Zeit anschauen. Sehen wir ganz deutlich unseren Launch Mitte Juni, dass wir da nur auf eine Auslastung von 33% gekommen sind, aber trotzdem schon 830 Euro Umsatz gemacht haben. Also die Kaltmiete für dieses Apartment definitiv schon wieder raus hatten, obwohl wir nur so wenig Auslastung hatten. Dann ist es gestiegen und wir können auch hier sehr gut Ausreißer sehen. Es ist ja wie gesagt eine Messewohnung. Eine Messewohnung profitiert ganz stark von Messen. Was haben wir gerade? Corona, keine Messen. Eine gab es dann aber doch, nämlich die Spiel im Oktober 2021. Und alleine hier haben wir an einem Wochenende durch eine Buchung 1000 Euro knapp eingenommen. Ist auf jeden Fall mal sehr interessant, sich den Umsatz im Verlauf der Zeit anzuschauen. Bei dem Apartment können wir feststellen, wir haben ungefähr 2300 Euro durchschnittlich im Monat umgesetzt. Und wir können uns das jetzt auch noch genauer anschauen, indem wir ein bisschen runterscrollen und schauen, wie verteilt sich denn der Umsatz eigentlich auf die unterschiedlichen Plattformen. Wir haben 51% zum Beispiel an Umsätzen über Booking.com generiert. Und das ist auch komplett normal für neu gelaunchte Inserate, weil da ja noch niemand gewesen ist. Da hat niemand erfahren, wie ist es, in dem Apartment zu schlafen. Und kann auch nicht nochmal wieder buchen. Häufig ist das so, dass nach einer Anlaufphase die Leute auch wieder in die Stadt kommen und dann sich direkt an uns wenden, was unter anderem auch an unseren Maßnahmen liegt, Kunden an uns zu binden. Dementsprechend die direkten Buchungen, wir sagen dazu immer, die grünen Balken nach oben zu fahren. Wir können uns das auch noch genauer anschauen in Tabellen und dann direkt sehen, okay, 27 Buchungen über Booking, 20 über Airbnb, 11 direkt. Direkt bedeutet, jemand ruft uns an, schreibt uns eine E-Mail, sowas in der Richtung. Oder auch über WhatsApp geht auch viel. Und 2 über die eigene Website. So, das war ein sehr schönes Beispiel für eine 50 Quadratmeter Wohnung, mit der wir total zufrieden sind. Kommen wir zum Fazit. Lohnt sich das Ganze überhaupt? Die Frage, ob sich das Ganze lohnt, ist ja letztendlich die Frage, wie viel Geld bekommst du am Ende raus für deine Arbeitszeit, die du reinsteckst? Und da ganz klar die Aussage, wenn du deine Ferienwohnung richtig gut organisiert hast, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Und vor allem im Vergleich zur normalen Vermietung auch auf jeden Fall. Hierzu sei aber gesagt, die Vermietung von Ferienwohnungen Kurzzeit ist kein passives Einkommen. Jeder, der was anderes sagt, der lügt. Ja. Weil unvorhergesehene Dinge, die passieren einfach im Vermieteralltag. Das Internet fällt aus, die Heizung fällt aus, der Gast verliert den Schlüssel. Die Batterie für dein digitales Smart Lock ist leer. Und zwar Tag und Nacht passieren solche Dinge. Und je besser du auf solche unvorhergesehenen Dinge vorbereitet bist, desto weniger Zeit steckst du rein, desto mehr lohnt sich das am Ende für dich. Wenn du Lust bekommen hast, jetzt dein eigenes Airbnb-Business zu starten, so wie wir damals vor 4 Jahren, dann geh doch auf die Fevo Butler Academy. Das ist die erste Academy für Ferienwohnungen
in Deutschland, die wir gegründet haben. Auf dieser Website findest du alles rund ums Thema Vermietung und Vermarktung, wie du so ein System aufbaust, von dem Falk gerade eben gesprochen hat, wo du möglichst wenig Arbeit hast, wie du alles bestmöglich automatisierst. Du findest Geheimtipps, Blogbeiträge zu besserer Auslastung, bessere Inseratdarstellung. Du findest Videos, noch mehr Videos, Podcasts und du findest auch zusätzlich Coachings, die du bei uns buchen kannst, um direkt zu starten, und wir helfen dir dabei, das erste Objekt zu finden. Wir hoffen, da war jetzt für dich guter Input dabei und dass du für dein Airbnb-Business jetzt besser einordnen kannst, möchte ich das machen, lohnt sich das für mich oder nicht. Wenn dir das Video gefallen hat, dann like doch gerne das Video, teile es an deine Freunde, die das auch interessieren könnte, und abonniere unseren Kanal für mehr guten Ferienwohnung-Content. Wir sind Niklas und Falk vom Fevo Butler und sehen uns im nächsten Video. Ciao. Ciao.